Auf die Plätze, fertig los, hieß es am 18. Juli für ein besonderes Sportevent. Heute findet ja der große Angel-Spendenlauf am Dreisamufer statt, direkt hinterm Schwarzwaldstadion. Wir haben traumhaftes Wetter erwischt, die Schüler sind alle gut drauf und somit haben wir hier ein super tolles Event. Rund 500 Schüler aus Grundschule und Unterstufe waren am Start, um eine möglichst weite Strecke zu laufen. Die Schüler haben im Vorfeld Sponsoren gesammelt, die sie hier unterstützen, und pro gelaufene Runde, die absolviert wird, hat der Sponsor festgelegt, welchen Betrag er dafür spenden wird. Und so sind natürlich manche engagierte Schüler sehr motiviert, viele Runden zu laufen, weil dann natürlich auch ein hoher Betrag in die Spendenkasse kommt. 45 Minuten Zeit hatten die jüngsten Läufer für ihre Runden. 60 Minuten Rundendrehen hieß es für die Schüler von Gymnasium und Realschule. Runde für Runde sammelten sie Stempel auf ihren Läuferkarten und zeigten trotz hochsommerlicher Temperaturen vollen Einsatz. Beim Laufen hatte jeder sein eigenes Highlight. Dass man halt Stempel bekommen hat, wenn man eine Runde gelaufen ist. Die Stempel und dass man sich so richtig rauspowern kann. Dass wir nicht umgekippt sind. Ja, und dass wir es geschafft haben, es war cool, so viele Runden zu laufen. Das Rennen mit anderen Leuten und einfach das Spaß, also der Spaß und dass man jetzt nicht die ganze Zeit durchjoggen musste. Es hat auch so Spaß gemacht, einfach mal seine Kraft auszulassen und dann einfach so viele Runden zu rennen, wie man kann. Man hat sich halt auch immer voll selbst motiviert die ganze Zeit, dass man halt noch eine Runde läuft. Das Beste, schwer zu beschreiben, es hat halt sehr Spaß gemacht, mit ganz vielen Leuten hier zu laufen. Und jeder war so aktiv und hat alles gegeben. Für einen reibungslosen Ablauf, nicht nur beim Erfassen der Zeiten, sorgten vor allem die Schüler der Kursstufe 1. Wir betreuen hier die Klassen, haben die herbegleitet, betreuen die hier. Wir betreiben die Stempelstationen, wir sorgen für Verpflegung und alles drum und dran. Und im Vorhinein haben wir vor allem als Schülersprecher und ein paar andere Schüler noch aus der SMV groß mitgeholfen, das Ganze zu organisieren, zusammen mit Herrn Preburda. Auch nach dem Rennen arbeitete das Organisationsteam auf Hochtouren, um die erlaufene Spendensumme zu ermitteln. Dieses Jahr gehen 10% der Gesamteinnahmen an UNICEF, weil das Angel Montessori-Zentrum ist ja offizielle Partnerschule von UNICEF. Somit unterstützen wir mit diesem Spendenlauf auch UNICEF. Und die restlichen Einnahmen werden aufgeteilt auf das Schulgartenprojekt und das Bauernhofprojekt. Dank des großen Engagements von Läufern, Organisatoren und Spendern kamen rund 14.600 Euro zusammen.